Wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu unserem Webinar heute US Live Trading bzw. zu US Börseneröffnung. Ein Live Trading mit Dirk Hilger und natürlich seinem Stereo Trader. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute live dabei sind. Und ja, heute mal wieder mit Kamera. Ich freue mich natürlich, dass so viele wieder live dabei sind und auch auf YouTube, aber dazu sage ich dann gleich mehr. Ja, wer heute zum ersten Mal dabei ist, mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße Sie im Namen von FXFlat. Wir schauen uns mal ganz kurz den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt, also ob der Dirk heute ein Live-Trade schon mitgebracht hat oder den noch eingeht, müssen Sie ja Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Und diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, da die Zeit knapp ist bis zur ersten Börseneröffnung, übergebe ich sehr gerne auch wieder den Bildschirm, schalte meine Kamera aus, sage aber natürlich gleich auch noch ein Hallo an die YouTube-Community und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. So, hätte ich das gewusst, dass du mit der Kamera hier bist, dann hätte ich das natürlich technisch vorbereitet. Ich kann das höchstens noch versuchen, irgendwie einzuflicken, aber ich glaube, dann fliegt mir hier alles um die Ohren. Ich glaube, das sollte ich besser alles gut lassen. So, ich wie der wollte dich Nelson. Überraschen. Mann, das war mies. Ey. Das kriege ich jetzt auf gar keinen Fall mehr hier in mein Bild dazu gezimmert. Das ist extrem schade, aber es liegt auch so ein bisschen an mir, weil ich halt hier auf den letzten Drücker an gewesen bin. Ich muss mich hier gerade so ein bisschen im Kopf und Kragen quatschen, weil auf der anderen Seite jetzt gleich noch der Risikohinweis kommt. Den müssen wir irgendwie noch zeitlich überbrückt kriegen. Und der Nelson darf aber gleich auch nochmal eine Begrüßung machen. Das hört gar nicht auf der anderen Seite. Ich sehe immer nur halt so einen Balken da zwitschern. So, jetzt aber. So, einmal den Risikohinweis ganz schnell. Muss sein. Muss sein. Auch bei YouTube. Und dann geht's los. Sind auch schon ganz viele online. Andreas ist auch schon da. Sehr gut. Ach ja, Andreas, den hätte ich hier eigentlich dazu nehmen müssen. Aber der will ja nicht. Der ist irgendwie böse mit mir. Ich glaube, der redet nicht mehr mit mir. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwas hat er gegen mich. Jetzt sag nichts Falsches. Sag was Nettes. Ich weiß nicht warum. Diplomatie, ja. Da kriegst du mir ein bisschen Nachhilfe. So, dann starten wir doch mal in der Hoffnung, dass halt hier der Ton überall funktioniert, das Bild überall da ist, das Licht ist an. Okay, ich sitze fast gerade wie immer und sage Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir hier heute nochmal zusammen mit dem Nelson, der eine Kamera hat, was er mir vorher nicht gesagt hat, das hätte ich den hier eingebunden, mit dem Nelson und FXFlat hier zusammen das Live-Trading zur US-Markteröffnung zusammen machen. So, Nelson, man sieht dich nicht, man hört dich aber. Du darfst was sagen, auch nochmal hier gerne in die YouTube-Gemeinde hinein, dass man dich dort auch hört und dann auch zumindest der Beweis erbracht bist, dass du wirklich da bist. Ich bin wirklich da. Hallo YouTube. Ich halte mich aber kurz, da die Zeit ja so schon fortgeschritten ist. Heute mit Kamera, aber ja. War spontan, also liegt nicht an Dirk, dass ich auf YouTube nicht zu sehen bin. Ist aber auch überhaupt nicht schlimm, ihr wisst ja. Doch, ist und, mega schlimm. Von daher wünsche ich viel Erfolg, viel Spaß und wie immer bin ich im Hintergrund und ja, pass auf Dirk auf. Ja, hast ja gerade noch gemeint, ne? Um dich geht's ja nicht, aber gefühlt seit du in der Kamera hier dabei warst, hier vor 2 Wochen, reden alle nur noch über Nelson. Wo ist der Nelson? Wo ist der Nelson? Ja, ist so, klar. Ja, ist schon so. Gut, so, Raum und alles. Jetzt ist die Kamera weg. Hast du die gerade ausgemacht? Ja, irgendwie, keine Ahnung. Einfach so ausgegangen. Okay, ja, ist klar. Gut, so, also. Fühlt sich alles hier langsam, muss ich doch sagen. Das war schon irgendwie mehr, aber wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit bis dahin, bis es dann halt eben losgeht. Gut, also wenn ihr generell gilt halt, ne, die Kommentare dürft ihr ja fast alles reinschreiben. Am liebsten, wenn es mit dem Markt zu tun hat und auch wenn es irgendwie im Bild oder Ton halt irgendwie Störung gibt oder so, natürlich auch sehr gerne. Ich versuche natürlich immer so viel, wie es geht, irgendwie aufzugreifen, kriege das aber halt erfahrungsgemäß nicht so wirklich wahnsinnig gut halt oft
hin. Ne? Also deswegen dann auch bitte nicht böse sein, wenn ich dann halt eben nicht so direkt dann halt darauf antworte und das halt eben vielleicht dann halt untergeht, ist auf gar keinen Fall irgendwie böse Absicht. So, wir gucken jetzt aber dann auch gleich rüber auf den Markt. Andreas Bernstein ist auch da. Was? Nee, rechts da ist der Peter. Ist das Bild KI generiert da links? Was? Wo? Welches Bild links? Ich weiß nicht, was mit hier links ist, aber ich habe hier nichts KI generiert. Guck hier drüber. Okay, bis jetzt nichts verpasst. So, Andreas, ich habe schon gesagt, ne, dich hätte ich hier eigentlich ja live dazu nehmen müssen, aber vorhin, als ich auch gemeint habe, ne, so du hast ja irgendwas gegen mich und dann hast du ja auch nicht reagiert. Also von daher gehe ich mal noch mal aus. Das ist schon so sehr traurig, aber wahr. Alright, so, also DAX lassen wir auch heute außen vor, wobei ich jetzt hier eigentlich den Karlauer bringen müsste, der da lauten würde, ne, habe ich doch gesagt. Das ist schon fast ein Insider, aber da sage ich heute Abend was dazu im Livestream, wenn ich dann halt nochmal den Markt bespreche, dann halt eben für den Mittwoch. Wobei, ne, morgen ist Zinssatz entscheidend. Das ist natürlich auch logischerweise das Stichwort jetzt für hier, weil ich gehe einfach mal ganz ehrlich davon aus, dass da heute jetzt nicht so irre viel halt irgendwie noch anbrennen wird im DAU, weil der halt einfach wirklich oft die Gewohnheit hat, also gerade vom Zinssatzentscheid, der dann eben halt morgen ist, morgen Abend müsste dann, glaube ich, 18:30 Uhr Nicht sein, ne? vergessen. Naja, 19 Ja, Uhr. Ich wollte gerade sagen, nicht vergessen, weiß. ne? Eine Stunde früher, 19 Uhr. Ja. Und deswegen gehe ich davon aus, wir kriegen hier noch so ein bisschen Geschiebe, ne? Also in dem, was wir halt schon haben und jetzt erfinden da nichts Neues, weil der DAX hat es ja eigentlich genauso gemacht. Hält sich halt so in dieser Range auf, die ich gestern da gezeichnet habe, und der DAX könnte tatsächlich das Gleiche machen. Ne? Und ich habe halt hier noch so ein paar Pfeile, die ich da halt eben von gestern mitbringe und wo ich halt auch gesagt habe, ne, so wenn wir hier drunter schließen, ja, dann muss er das schon deutlich machen, dass das funktioniert. Und das genau wie im DAX wäre das zwar so ein erster Anhaltspunkt, aber jetzt nicht unbedingt so ein fetter Trigger halt für Short. Man sieht ja, er schiebt sich hier halt schon irgendwie wieder drüber, versucht hier gerade nochmal nach oben wegzudrehen, nachdem er hier unten jetzt schon aufgesetzt ist, wo er auch eigentlich hin sollte, ne, wenn man diesen Fall mal glauben darf. Von daher könnte jetzt sein, dass auf der Unterseite tatsächlich dann auch schon erledigt ist. So, ich war jetzt hier, ja, habe ich ja gerade gesagt, wirklich auf den allerletzten Drücker, bevor ich umschalte. Ich muss ganz kurz was checken, bin aber dann in ein paar Sekunden wieder da. Sekunden sind aber jetzt schon vorbei. Ja, die waren auch vorbei. Ich habe den falschen Knopf gedrückt, um zurückzukommen. Ich habe hier so einen Pause-Knopf und irgendwie sollte der eigentlich auch vorwärts und rückwärts funktionieren. Tut er aber nicht. So, okay. Also, das heißt, wir schieben hier jetzt nochmal in dieses Cluster rein. Ich glaube, das ist, ja, ne, wie immer, wird es nicht einfach. Was heißt wie immer? Manchmal ist es ja einfach. Aber hier jetzt einfach mal gucken. Also was man halt ja wirklich oft sieht, das ist halt, dass der DAU ganz ähnlich sich wie der DAX verhält zur Kassaeröffnung. Das heißt, der DAX hat ja auch so eine Biege über Nacht gemacht, auch unter sein Cluster und schiebt dann halt eben zur Kassaeröffnung erstmal rauf. Und das könnte der DAU natürlich genauso machen. Das heißt, hier nochmal auf die 850 laufen. Vielleicht kriegen wir das hier mit einem kleinen Rücksetzer. Ich bin mal gespannt und würde dann natürlich auch versuchen, da halt in irgendeiner Form da halt reinzukommen. Also kommt jetzt natürlich darauf an, wo er da jetzt halt oder bis wie weit er jetzt hier überhaupt läuft, jetzt schon hier in der ersten halben Stunde, bevor jetzt natürlich der Markt aufmacht. Was ich natürlich halt auch sehe, ganz klar, ne, das ist, er versucht halt hier das Framing zu kippen. Das ist ja immer so mein Ansatz, ne? Das heißt also hier, Framing wird in der Regel halt verteidigt, wird gehalten, hat man hier gesehen. Rotes Framing einmal verlängert und jetzt versucht das halt hier wieder zu drehen. Und klar, im Seitwärtsmarkt ist es natürlich völlig legitim, dass er das halt so macht. Und das ist aber noch nicht erledigt. Heißt, der wird jetzt höchstwahrscheinlich hier oben jetzt erstmal bei der 700, bei der 800 etwa, mal kurz irgendwie reagieren und wird da wahrscheinlich nicht so einfach durchlaufen und dann halt vielleicht, und das muss man sich gleich im kleineren Timeframe angucken, dort dann halt nochmal auf der Unterseite reagieren und dann halt eben nach oben wegrennen. Das heißt also, am liebsten wäre mir ein Zuckung nach oben, Zuckung nach unten, und dann halt eben ein Run nach oben. So, die Zuckung haben wir gerade schon. Aber wie gesagt,
Kommt natürlich jetzt darauf an, wie es dann halt um 14:30 Uhr dann halt hier tatsächlich startet. So, dann gehe ich mal hier rüber auf den Handelschart. Dann gucken wir uns das Ganze hier jetzt also auch mal an. Hier unten habe ich halt auch ganz genauso, ne, man kennt das Bild ja, den H1 hier unten drin und hier ein bisschen anders aufgeteilt, nur mein Screen, weil ich halt immer denke, okay, so das Wichtigste ist ja hier eigentlich dieser Bereich, den muss ich ja halt deutlich groß haben und das Ganze könnte man noch so ein bisschen weiter nach rechts schieben, aber das passt erstmal so, ne, für den Überblick. Ich habe das im DAX mittlerweile auch umsortiert, finde das gar nicht so schlecht. Wenn das halt hier so überlappt, wie zum Beispiel hier, komm, ich kann es trotzdem ja mal machen, weil das gibt mir hier einfach so ein bisschen mehr Raum, eben dann halt für den eigentlichen Handelschart. Und trotzdem sehe ich die einzelnen Timeframes da oben noch. Also hier unten, ne, wie gesagt, der H1. Ich hoffe, man kann es erkennen, wovon ich rede. Ne? Hier H1, da oben M5, M15 und natürlich der Daily. Der Daily zeigt halt eben auch so ein bisschen nach oben. Weil was mir hier natürlich auffällt, ist halt der SMA 20, der sich halt dann nach oben wegbiegt. Und da hätte er generell halt schon nochmal Lust, glaube ich auch, allein deswegen hat er hinzulaufen. Oder was heißt, hätte Lust darauf. Das ist für mich so ein Indikator dafür, geht nicht so ohne weiteres runter. Ne? Das war ja auch gestern schon das Level, wobei der jetzt nicht nochmal irgendwie ganz rauflaufen muss. Und auch am liebsten nicht ohne mich, ne? Dass er jetzt hier einfach so abhaut, sondern halt gerne mit mir. Und klar, das Erste, was jetzt halt ins Auge fällt, ist halt erstmal hier das Intraday-High, ne, was wir halt haben. Könnte natürlich auch direkt im ersten Anlauf versuchen. Da würde ich aber, glaube ich, tatsächlich mich irgendwie da oben erstmal dagegen stellen. Weil ich glaube nicht, dass das so in einem Rutsch jetzt direkt dann halt hier irgendwie rausgenommen wird. Ne? Also irgendwie dann halt so kurz davor, mal sehen. Und ich bin hier momentan relativ klein positioniert. Das liegt daran nicht, weil ich jetzt plötzlich die Hosen voll habe, sondern weil ich halt hier gerade dabei bin, eine neue Strategie oder was heißt neue Strategie, eine kurzfristigere Strategie auszuprobieren, immer trotzdem basierend auf dem, was das größere Bild zeigt und versuche mich da halt die ganze Zeit durchzuskalpen. Das heißt, auch hier würde ich dann jetzt wahrscheinlich versuchen, irgendwie mit zwei Positionen da halt reinzukommen. Und im schlimmsten Fall dann halt eben drei, falls ich halt irgendwie ein bisschen was aushalten muss, beziehungsweise dagegen halten muss. So, das heißt, aber es spielt jetzt hier nicht so wahnsinnig eine Rolle, sondern generell geht es mir darum, dass ich halt jetzt hier sehe, wir laufen im H1 über die Extension raus. Wir laufen über einen fallenden SMA 20. Wir laufen aus einem roten Bereich raus. Das geht in der Regel nicht unendlich weit. Ne? Und noch dazu kommen wir hier oben jetzt eben halt, wie ich ja gerade schon gesagt habe, an das Vortageshoch. Da will ich halt mal gucken, ob man das halt irgendwie hinbekommt. Nelson, ich habe es irgendwie leider vercheckt, die Kommentare bzw. die Fragen von GoToWebinar hier aufzuklappen. Alles gut bis GoToWebinar, jetzt. okay, wenn da irgendwas ist, gerne her damit. Ne? Weil GoToWebinar hat immer so die Angewohnheit, Mache sobald ich da ich. draufklicke, landet es genau auf dem Bildschirm, wo es nicht soll. Und dann sieht man da halt irgendwie wieder alles Mögliche und dann musst du nachher dann halt Alles gut. damit editieren. So, das heißt, ich halte jetzt hier erstmal kurz dagegen und mal sehen, was das wird, ob wir jetzt hier eine Reaktion nach unten kriegen, ob hier oben die Liquidität ausgeht. Man sieht auch hier unten, also ich habe das Volumenprofil ein bisschen anders eingestellt, das fängt bei mir ein bisschen später an. Deswegen ist das hier jetzt auch noch alles ganz dünn, ne? Und da sieht man halt, okay, wir sind hier oben komplett in der Zone, wo halt so bis jetzt so gar keine Liqui am Start ist, ne? So, und das heißt, die dürfte dann auch irgendwann ausgehen. Relativ zügig. 850 wäre hier oben, ne? 857, okay. So, und das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir hier unten wieder in den Bereich erstmal reinlaufen, ne? Wo wir halt in etwa gestartet sind. Okay, hier oben, die hängen so ein bisschen. Gut. Ne? Wo wir halt in etwa gestartet sind, jetzt hier zumindest mit dem letzten Run, würde hier auch direkt raustrailen, die Nummer. Mal gucken, ob wir da runterkommen. Hier einfach mit als Scalp jetzt einfach, ne, irgendwie mit 2 Punkten Distanz halt hier im Trail. Ja, ich weiß, ich habe den Stop-Loss vergessen, da oben einzuschalten. Bei denen ziehe ich halt immer eigentlich dann manuell halt über so, über Highs oder so halt dann drüber. Und um mir da halt eben so gucken, kriegen wir hier noch einen Schub? Müsste eigentlich noch ein kleiner kommen.
Und einmal da unten durch. Hier haben wir auch Kassaschluss. Ne? So, okay. Zieh den Trail manuell. Okay, raus. So, 32 Punkte um 14:31 Uhr. Ich glaube, das ist mal ein ganz guter Start erstmal. Ne? Also rein von der Betrachtung her hätte man auch größer machen können, klar. Ne? Aber das war jetzt halt schon so ein bisschen naheliegend, dass der da oben ohne Liqui halt nicht weiterkommt. Ne? Man sieht es ja halt hier auch ganz deutlich im Volumenprofil. Da ist nichts. Ja, wer soll da oben kaufen? Also. Und dann laufen wir halt eben genau in diesen Bereich hier rein, bei der roten Zone hier oben im H1, ne, in der 838, 840 da oben. Plus, wie gesagt, die anderen Argumente, die ich hier auch genannt habe. Von daher, so Nelson, wir sind fertig. 32 Ja. Punkte in einer Minute. Besser wird es nicht mehr. Ja, der war ziemlich gut, auf jeden Fall. Ja. Also ich hätte den gerne schon noch irgendwie eine Nummer höher skaliert. Ne? Also wollte eigentlich die 850, habe mir da oben, habe ich da eine Order hingelegt. Ich weiß es gerade gar nicht irgendwie. Ne? Aber da wäre ich irgendwie schon noch gerne nochmal mit rangegangen. Und wäre natürlich noch, da haben so ein paar Punkte jetzt halt gefehlt. Ne? Aber okay, das heißt, ne, klar, hier mit zweien wäre natürlich schicker als mit einer Teilposition da runter zu kommen. Aber okay. Man soll ja auch nicht gierig sein. Aber trotzdem halt insgesamt halt im Rahmen. So, jetzt heißt, ich habe ja vorhin gemeint, ich gehe davon aus, ne, wir spritzen einmal nach oben und beziehungsweise zucken einmal nach oben, zucken einmal nach unten und laufen dann nach oben. Das heißt, dann ging es jetzt hier jetzt darum, als nächstes herauszufinden, wo könnten wir denn halt reagieren. Klar, hier hätte man jetzt noch irgendwie aushalten können, hier bis auf dieses High, ne, hatte ich auch ehrlich gesagt auf dem Schirm gedacht, so, okay, ne, hier ist halt der letzte Widerstand, die man halt hier sieht im kleinen Timeframe, da kann er schon drauf aufsetzen, auch ganz klassisch, ne? Einfach im Rahmen von der Wirkungsumkehr und die halt einfach in jedem Timeframe eigentlich relativ verlässlich ist und das war dann halt eben jetzt hier, ne? Das war jetzt der erste Punkt halt zum Drehen. Ich würde den jetzt aber nicht unbedingt direkt hier anpacken, um da halt irgendwie long zu gehen, sondern halt mal gucken, wie der sich jetzt halt weiterentwickelt. Also der wird jetzt wahrscheinlich nochmal in irgendeiner Form getestet werden. Hier unten sehen wir, wie gesagt, ne? Da unten ist eigentlich so das Volumen, wo es halt gelegen hat. Und was man halt hier auch sieht, ne, setzt also damit fast genau auf der Value Area auf. Wobei, wie gesagt, ich habe die hier zeitlich eingeschränkt. Die ist jetzt nicht auf den ganzen Tag gerechnet, weil ich das eigentlich für klüger halte. Mal gucken, wo die hier eingestellt ist. Von 12 Uhr an. Stimmt das so? Nee, es ist wahrscheinlich dann irgendwie durch die Zeitverschiebung hier gerade so ein bisschen verzerrt und hier ist ja auch nicht der Future drin. Habe ich hier den falschen Future? Ist der M24 der aktuelle? Ja, ne? Ja, ist richtig. Okay. Ja, gut, dass wir darüber geredet haben. Das war nämlich dann eigentlich nicht so wirklich richtig, ne? Weil man sieht ja hier erst, dass die Value Area natürlich jetzt ganz anders aussieht. Also, okay. Ja, trotzdem, ne? Also sieht man hier auch, ja, das Volumen extrem dünn an der oberen Stelle, aber gut, dass ich es noch gemerkt habe und nicht irgendwie zu weit da halt runter hatte. Ich habe auch gerade schon gedacht, hey, da unten kann ja nicht irgendwie alles sein. Also sorry, mein Fehler. Sollte man vielleicht auch irgendwie vorher mal drauf gucken, Herr Hilger. Ne? So, also jetzt nochmal. Kein Volumen hier oben, ne? End of Liquidity gegen die Widerstandszone, gegen fallenden SMA 20, außerhalb von einem roten Framing. Muss in irgendeiner Form da oben oder mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine Reaktion hervorrufen. So, wie gesagt, ne, Volumen generell gilt, auch wenn vorher die Zone falsch war, aber ne, man sieht ja, hier unten sind die Ausprägungen, hier unten wurde gehandelt, da oben war halt noch keiner. Und wo sollen die jetzt plötzlich herkommen? Ne? Und deswegen ist es halt auch, finde ich, legitim, das von der Seite erstmal so zu betrachten. Jetzt kann man mal gucken, wo der Point of Control von gestern lag. Kann man ja auch mal irgendwie hier reinzimmern und ich mache hier mal die Ergebnisse mal aus. Der müsste irgendwo, das ist alles ein bisschen zu gekleistert hier. Muss ich gleich mal eine Nummer größer gucken im anderen Timeframe, damit man den halt ein bisschen besser erkennt. Oder vielleicht weiß es auch jemanden, kann mir jemand hier zuspielen. Das wäre auch ziemlich cool. Aber ich kann es aber hier auch mal irgendwie einblenden. Ich kann das hier auch mal umstellen. Im M5 denn dann zumindest. Hier wäre dann ab 0 Uhr gerechnet, aber gut, das ist egal. So, gucken, ob das hier geht. Müsste aber eigentlich. So, und
kurz bisschen kleiner, beziehungsweise mal kurz bisschen größer. Also, was ich jetzt halt machen will, weil ich davon ausgehe, dass wir halt einen Seitwärtsmarkt haben, ist halt mich am Volumen zu orientieren und da halt zu sehen, wo halt gestern das meiste gehandelt wurde. Und das sieht man halt hier bei der 38.862, ne? Auch das hätte jetzt natürlich gepasst zu dem Punkt, wo ich halt sage, okay, ich suche mir bei der 850 nochmal eine zweite Short-Position, ne, weil halt auch volumentechnisch kann man ja halt von einem Intraday sprechen, ja, wenn halt eben das Volumen vom aktuellen Tag sich innerhalb der Range vom Vortag aufhält. Ist jetzt nicht so ganz der Fall, sieht man ja hier, ne? Das heißt, momentan konzentriert es sich hier auf der Unterseite, gestern war es halt ein bisschen höher. Das heißt, auch im Volumen kann man aber hier ganz gut, glaube ich, erkennen, wie der Markt sich verhält, ne? Mich einfach, wenn man einfach mal die Point of Controls jetzt hier mal verbindet, ne, jetzt als mal so ein bisschen anderen Ansatz, um mal hier das Volumen, das ich ja auch hier gerade gehandelt habe oder was halt eben ja auch hier für mich mit ein Grund war, den Trade zu machen, um das halt hier auch mal darzustellen, was der Markt da eigentlich treibt, verbinde ich einfach mal die Point of Controls hier und dann sieht man halt auch, dass wir relativ seitwärts unterwegs sind. Komm, lass doch noch hier mal zeichnen. So, das heißt, ne, das haben wir hier irgendwie gerade. Das heißt, wir kommen zwar von oben irgendwie runter, aber es flacht halt hier ab, ne? Und da sind wir halt jetzt aktuell gerade in vorgestern sozusagen drin und klopfen an gestern an. Also auch vom Volumen her sieht man halt relativ klar seitlich oder seitwärts verteilt, ne? Und passt auch, glaube ich, so ein bisschen halt zu der Annahme, weil ich halt sage, so vor der FED irgendwie passiert in der Regel nicht viel, da wird irgendwie nicht großartig was anbrennen, glaube ich mal. Und ich denke, dass wir halt generell diese Bereiche, also hier oben glaube ich noch nicht mal wirklich, dass wir über die 900 kommen, aber es ist erstmal nur Glaube, dass wir da so einfach hinlaufen, nochmal bis hier oben an diesen Volumenpeak, sondern halt vielleicht nochmal irgendwo in die Nähe von den Vortageshochs. Und dass der sich dann halt insgesamt dann aber halt hier in dieser Range aufhalten wird. Ne? Also das ist jetzt erstmal so meine Annahme. Also irgendwo zwischen 650 und 900, das ist eine Spanne von circa 250 Punkten, sehr gut möglich, dass der Markt sich da heute irgendwo einpendelt. So, und das ist ja auch letzten Endes nicht unbedingt, soll ja nicht unsere Sorge sein, wo der Markt am Tagesende rauskommt, sondern unser Ding ist ja halt immer nur herauszufinden, wo man ihn dann halt anpacken kann, ne? Um halt eben dann halt genau solche Geschichten wie jetzt gerade, ne, dann halt eben relativ sauber da halt ein bisschen was rauszuschneiden. So, jetzt sieht man hier schon, das finde ich natürlich jetzt nicht so klasse, dass das jetzt tatsächlich schon hier der Support gewesen zu sein scheint. Ich sage mal, heute irgendwas stimmt mein Deutsch heute nicht. Aber auf jeden Fall, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also, dass das jetzt schon der Support war und dass ich jetzt schon ab hier raufschraubt, ne, passt zwar zu meiner generellen Annahme, aber halt, ja, so ein bisschen Schweinerei hätte ich hier unten schon noch irgendwie gut gefunden, um da halt irgendwie auch reinzukommen für Long. Und weil anstrengend wird es natürlich jetzt, wenn er sich anfängt, da oben in der Gegend rumzudrücken und dann halt eben hier nur so Stück für Stück dann halt eben so raufschiebt, so wie der DAX das halt eben auch gemacht hat, ne? Und dann halt irgendwann so nach einer Stunde oder zwei dann irgendwann auf den Deckel kriegt. Beim DAX war es irgendwie um 11 Uhr, da hat irgendwie Siemens wohl irgendwie die Grätsche gemacht und hat den DAX nach unten gezerrt, aber halt auch dahin, wo er hin sollte. Und hier wird es dann wahrscheinlich auch irgendein Kandidat sein, ne, hier von den 30 Blue Chips, die hier drin sind, der dann halt aus irgendeinem Grund irgendwas auf den Deckel kriegt. Also, ne, auch wenn das jetzt hier gerade long aussieht, aber wie gesagt, ne, ich bleibe dabei. Ich denke nicht, dass das ohne weiteres hier jetzt einfach so oben durchläuft. Das wird schon noch ein paar Mal halt reagieren. Ah, da war ich jetzt ein bisschen langsam. Das wäre eigentlich schon ein ganz guter Entry gewesen, um mal ein paar Punkte dagegen zu halten. Weil, so wie ich das gesehen habe hier, ah, nicht wirklich, okay. Okay, lassen wir ihn erstmal machen und gucken wir, vielleicht kriegen wir noch so ein bisschen Exhaustion nach oben raus. Also hier long gehen will ich halt nicht, einfach, ganz echt nicht. Weil wir laufen hier im Daily jetzt ganz klar gegen den Widerstand und auch in Richtung SMA 20. Den kann man hier auch mal ein bisschen größer machen. Ich glaube, da bin ich gerade davor. Damit man mal sieht, wo der jetzt gerade überhaupt liegt. Ich zeichne das hier unten mal ein. Ich hoffe, meine Hirse verdeckt das nicht. Also 870, ja, gerade mal so 15 Punkte. Mal gucken, das wäre dann auch hier oben so, ja, die maximale Extension hier vom M2. Könnte man schon mal versuchen, da halt jetzt auch nochmal
in irgendeiner Form erstmal sich dagegen zu stellen. Ebenfalls da auch in der Annahme, wird nicht komplett einfach so oben da durchlaufen. Nicht zumindest mit dem H1 im Hintergrund, der hier immer noch, wie man ja sieht, erstmal oben an der roten Zone rumknappert und sich hier einfach mal aus dem Framing, das eigentlich rot ist, nach oben rausstreckt. Ne? Das soll es irgendwie schon noch so ein bisschen Gegenwehr geben. So, jetzt sind wir gleich da. Also hier wären wir dann am SMA 20 Daily, ganz simpel. Ich gebe mal eine Position hier rein und gucke mal, ob wir hier nochmal ein paar Punkte rauskriegen im Rückwärtsgang. Muss nicht viel sein, da reichen halt, bin ich auch irgendwie mit 15 Punkten oder so halt, wäre ich da schon recht zufrieden. Ne? Man kann natürlich das Ding, auch wenn man jetzt sagt, ja, ne, der prallt sowieso ab und läuft nochmal ganz runter, kann man natürlich so ein Entry dann auch nehmen und dann erstmal stehen lassen und dann halt irgendwie bis heute Abend weiter verfolgen. Auch das kann man machen, ist gar keine Frage. Ich nehme mal raus, mal 10 Punkte. Kann man auch machen, weil ich glaube nicht, dass das so falsch ist. Also vom generellen Gedanken her, ja, dass wir uns jetzt hier irgendwo des Tages hoch suchen und uns dann halt den Rest vom Tag dann halt einpendeln. Ne? So, das war jetzt halt einfach nur ein Skype, einfach nochmal on top, weil ich weiß ja nicht, ob der jetzt nicht noch eine Runde übertreibt. Ich würde dann auch hier oben direkt nochmal greifen, falls das halt irgendwie kommt und mich dann halt hier generell versuchen, hier so ein bisschen da halt einzugrooven in dem Bereich. Aber sieht schon gut aus. Ne? Also auch hier im H1 könnte echt sein, dass die hier komplett runterkippt jetzt. Ne? Ich halte das wirklich nicht für ausgeschlossen, dass wir um 15 Uhr wieder komplett hier unten auf Anfang stehen. Ne? Das ist schon möglich, weil nochmal ausgehend davon, dass wir halt hier einfach einen Seitwärtstag halt bekommen werden und eben keine neuen Hochs machen, weil das Bild gibt es einfach nicht her, auch nicht vom Volumen her. Ne? Und von daher macht das absolut Sinn. Also gut möglich, dass ich hier das Tageshoch hatte. Das wollte ich damit sagen. Aber ich will jetzt hier keine Position machen. Das habe ich ja eventuell schon erwähnt. Ich weiß es nicht. Aber halt, ich will hier gucken, dass wir halt hier immer relativ schnell flat sind. Und was man dann halt irgendwie weiterhin dann damit handelt oder wie man halt den Rest vom Tag handelt, das kann ja dann jeder für sich selbst entscheiden. Aber mich nervt es immer so ein bisschen oder was heißt nervt? Aber ich stelle mir da selber irgendwie oft ein Bein, dass ich hier immer irgendwelche Dinger dann anfange im Live-Trading, die ich dann halt irgendwie nicht pünktlich zukriege und wo ich dann immer noch ganz viel erklären muss und wo ich mich dann auch schon oft gefragt habe, warum hast du das Ding nicht einfach zugemacht, ja? Und auch wenn der Markt dann halt irgendwie eine Stunde später oder 2 Stunden später dann halt das Bild aufgelöst hat, aber da geht ja dann auch keiner mehr hin und sagt dann halt irgendwie, ja, guck, ja, hat er gepasst. Nee, ich versuche ja auch hier irgendwie natürlich das so kurz und knapp wie möglich zu halten und wer irgendwie dann der Meinung ist, okay, das passt, ne, das kann ich nachvollziehen. Der kann das ja für sich dann halt eben auch machen und dann natürlich dann halt eben auch selber dann halt handeln, ne? Oder sie, wenn halt eben man selber der Ansicht ist, okay, das macht Sinn, finde ich gut, will ich so, ne, weil es ja hier, wenn wir am Anfang auch gesagt haben, es ist ja keine Empfehlung, ne? So, aber ich zeige halt damit trotzdem so ein bisschen, wie ich das halt angehen würde, wie ich den Markt halt sehe, aber auch eben, ja, wie man ihn halt scalpen kann, ne? Und das waren ja bis jetzt jedes Mal so fast schon Sekundentrades, die aber halt insgesamt funktioniert haben. So, man sieht auch hier, tut sich schon ein bisschen schwer. Könnte jetzt auch sagen, okay, gehen wir hier drunter und ich gucke mal irgendwie einen kleineren Timeframe, bevor ich jetzt hier irgendwie irgendwas Falsches mache. Ja, nee, der M5, ne, der drückt sich hier, das sieht man ja, der versucht, also das Thema Wirkungsumkehr, ne, es ist für mich immer so, das alles im Entscheidende eigentlich. Ganz ehrlich, das ist nämlich halt als Indikation finde ich so wichtig, ne, sich das anzugucken oder halt eben auch zu handeln, weil er versucht auch jetzt hier im kleinen Timeframe wieder die Wirkungsumkehr. Hier war ein Widerstand und er versucht unbedingt da oben drauf aufzusetzen und nach oben zu laufen. Ne. Deswegen habe ich auch gerade gesagt zu so M5, naja, erstmal nicht, ne, erstmal abwarten. Aber auch hier sieht man es ja, ne, M2 oder M1 könnte ich jetzt auch aufmachen, wäre das gleiche Bild. Hier ist ein Widerstand, er versucht sich darüber zu halten, nachdem der Widerstand gekauft ist. Ne? Deswegen gar nicht so einfach, hier jetzt einfach drunter Short zu gehen, sondern dann eher nochmal eine Etage höher, falls er das halt irgendwie nochmal macht. Und dann dort halt eben dann nochmal die Liquidität dann halt eben ausgeht. Ne? Könnte sein. Also von daher mal gucken, also nicht zu früh hier irgendwie dagegen halten, zumal wir auch im M15, sieht man jetzt ja halt auch, ne? Wir stehen erstmal long da. Und auch im M15 hat er natürlich Lust darauf, den zu verlängern. Also hier das Framing, was halt hier auch gerade
schön nach Norden läuft, ne? Und der hat natürlich auch noch ein bisschen mehr Platz. Und nur weil ich jetzt sage, naja gut, ich glaube nicht, dass wir ans Tageshoch von gestern nochmal rankommen, heißt das ja nicht, dass das so sein muss, ja. Und ich würde aber halt natürlich, wenn ich halt hier größer shorten wollte, natürlich versuchen, so nah wie möglich ans Tageshoch von gestern ranzukommen. Ich glaube, das ist halt irgendwie kein falscher Ansatz, ne? Und nicht irgendwie zu früh, nur weil der Graf mal halt irgendwie zuckt, wie eben hier gerade, wo ich ja mal kurz zu versuchen war. Und deswegen ist da schon immer wichtig, dann halt irgendwie dann auch drauf zu gucken und da halt irgendwie so ein paar Kriterien mehr mit einfließen zu lassen. Ne? Trotzdem kann natürlich funktionieren. Man kann ja halt auch, was ich schon ein paar Mal erklärt habe, natürlich auch genauso gut skalieren. Ja? Ich kann jetzt auch genauso gut sagen, gut, ich gehe halt hier irgendwie meine Teilposition auf, da oben nochmal eine, kurz vom Tageshoch dann nochmal eine. Dann kann es mir aber halt passieren, das muss man dabei immer wissen, weil der Markt jetzt gerade erstmal im Aufwärtsmodus, nenne ich es mal, nicht im Trend. Also kleiner Timeframe, Trend, okay. Aber hier im Aufwärtsimpulsmodus oder wie auch immer ist, kann es natürlich sein, dass das halt anstrengend wird. Ne? Und das heißt, dass der sich dann erstmal festfrisst und dann halt hier irgendwie so eine Mini-Range da halt irgendwo rumzuppelt und nichts mehr geht. Ne? Das heißt, da muss man schon irgendwie dann halt entweder Zeit oder gute Nerven mitbringen. Und wenn man eines von beiden nicht hat, sollte man das nicht machen. Ne? Aber generell ist das kein falscher Ansatz zu skalieren, solange man halt zumindest den Markt halt im Blick hat und irgendwie versteht, was er denn da halt gerade macht. Ne? Ich glaube, auch obwohl der sich jetzt hier irgendwie nochmal in Rot gerade darstellt, ich glaube es noch nicht, ne? Aber wir werden sehen. Und dann findet man ja umgekehrt das Ding ja auch nochmal. Also das heißt, wenn er jetzt halt irgendwie in die Gegenrichtung hier laufen sollte und dann halt eben doch hier unten rausdrücken sollte, wird er auch da nochmal einen Rücklauf in der Regel versuchen und dann kriegt man den ja auch nochmal zugreifen. So, also ganz schön viel Monolog von meiner Seite schon wieder. Nelson, sag mal was. Ich hätte es nicht anders gesagt. Das ist gut. Ja, Gut. und sowohl auf YouTube und GoToWebinar sind soweit keine Fragen. Ja, okay. Also, ne? Hier oben unten 32 Punkte, 11 Punkte. Also, okay. Passt erstmal. So, ich gucke auch mal irgendwie gerade hier drüber noch. Hi Girls, sagt der Ingolf, ja. Wir haben hier immer so wenig Frauen. Also wir haben Frauen. Das freut mich ja generell natürlich schon mal überhaupt, weil halt das ja echt so immer noch so eine Männerdomäne ist. Und das irgendwie gar keinen Grund hat, finde ich. Also keinen plausiblen Grund, warum irgendwie Frauen da weniger vertreten sind. Weil die Frauen ja da auch, soweit man halt allen Studien glauben darf, ja auch die besseren sind. Deswegen, aber gut. Rohöl steigt wie bekloppt. Ja, heute waren noch Lagerbestände, ne? Glaube ich. So, Nasdaq fällt. Charles. NQ100 läuft besser. Solltest du auch mal probieren. Ja, mache ich auch mal. Habe ich auch schon mal gemacht, ne? Aber das Ding ist, ich tue mir halt so ein bisschen schwer damit, im Live-Trading, also jetzt bei so einer Nummer irgendwie einen Markt anzupacken, den ich halt nicht irgendwie schon tausendmal gehandelt habe. Und das heißt ja nicht, dass ich den gar nicht handle, aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, na gut, da habe ich irgendwie genauso viel im Selbstvertrauen, halt den halt vor Publikum anzupacken, wie ich das jetzt zum Beispiel beim DAO oder halt beim DAX habe. Ne? Und das ist natürlich dann auch nochmal so ein extra Stressfaktor dann auch eben schnell mal. Und den muss man ja dann nicht unbedingt haben. Aber generell, ja, ich weiß, was du meinst, du hast recht. Ne? Ich fände es ja halt nach wie vor auch okay. Oder finde das nach wie vor auch interessant. Ich habe mich ja mittlerweile, bin ich ja bei 5 Märkten angekommen, also zumindest mal gestern in meinem Livestream. Und wenn jetzt noch Nasdaq dazu kommt, da wären es schon 6. Und dann sitze ich dann abends irgendwann da halt 2 Stunden jedes Mal. Das macht halt auch so ein bisschen schwierig, ne? Oder ich muss dann halt irgendwann anzufangen zu sondieren und dann nur noch die Märkte, die ich gerade für interessant halte, wäre natürlich auch ein Ansatz, gar keine Frage, ne? Das heißt, man muss ja nicht immer irgendwie alles besprechen und handeln. Und man muss auch nicht das eine handeln, bin ich dann tatsächlich eigentlich auch bei dir, sondern das, was halt irgendwie gerade interessant ist. Aber der DAO, ne, der war jetzt für mich aber auch wirklich greifbar, ne? Das ist für mich völlig schlüssig, was der hier macht. Und von daher bin ich da völlig fein damit, dass ich jetzt den angepackt habe und nicht irgendeinen anderen. Wie gesagt, ich glaube auch, ne, der könnte wirklich noch runterkommen. Also komplett die nächsten 10 Minuten. Und deswegen bin ich da auch gerade auf der Lauer, den noch in irgendeiner Form hier zu greifen,
Mal gucken, ob das nicht noch irgendwie gelingt. Müssen wir gleich mal gucken, wenn da ein bisschen Bums reinkommen sollte, dass man sich vielleicht einfach Market erstmal dranhängt. Aber ja, der ist halt hier einfach überall jetzt in Grün unterwegs, außer am H1 natürlich. Und der H1 löst das letztes auf. Das heißt, das ist immer so ein bisschen, also beim Scalping-Ansatz halt zumindest, ne? Das ist immer so das, was halt eben ja auch die zeitliche Komponente ja dann auch liefert. Also ich habe halt hier M5 in Grün, M15 in Grün, ne? Und die schieben den Markt oder ziehen den Markt natürlich rauf. Und dann kann der H1 irgendwie so rot sein, wie er will, oder so viel Grund haben, wie er will, solange halt eben da halt nicht wirklich der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und der ist halt im schlimmsten Fall dann halt eben eine Stunde lang, wird er das halt nicht machen. Ne? Das heißt, da wird er nicht so ohne weiteres da halt nach unten auflösen. Auch wenn ich sage, okay, würde hier Sinn machen, aber einen sauberen Entry sehe ich aber hier jetzt auch nicht so wirklich. Ne? Außer er versucht jetzt hier nochmal diese vergeigte Wirkungsumkehr, die wir halt hier hatten. Ne, also bei der 842, außer er versucht die jetzt nochmal irgendwo anzutesten, das wäre noch ein Versuch wert. Ne. Wobei aber auch hier ganz klar die Gefahr besteht, das ist nämlich genau das, was ich vorhin ja, wo ich ja gesagt habe, ich ärgere mich da immer so ein bisschen wie selber. Wenn das jetzt hier irgendwie ein Fehler ist, dann ist das zwar immer noch okay, ja, um den halt dann nach oben hin zu skalieren. Aber dann hängt man hier im Zweifelsfall aber auch eine Stunde fest. Und das versuche ich natürlich zu vermeiden. Deswegen bin ich da halt gerade so ein bisschen geizig unterwegs. Ich lese die Kommentare durch. Und Der versuche Werner den hat halt. dir aber auch was geschrieben, Dirk. Wer hat was geschrieben? Der Werner, der schreibt, D1 rote Linie, Legende passt für Short. Ja, das ist ja ganz klar, ne? Hier die 856, die ist ja fettrot, ne? Aber D1, ne, Werner, Daily. Also ja, ne? Aber hat man gestern auch gesehen, da war ich ja da auch schon short und wollte runter. Und wie lange musste man warten? Bis abends um 9 Uhr, ne? Oder bis um 8:30 Uhr. Ich habe irgendwie auch gedacht, ey, mich tritt ein Pferd, ja. Hatte da irgendwie auch noch den letzten in Scalp, ja. Also wirklich nur in Scalp, und Teil, ein Rest vom Scalp da noch drin. Und er wollte einfach fürs Verrecken nicht fallen. Man musste dann wirklich, ich bin dann abends irgendwann laufen gegangen und habe dann wirklich unterwegs irgendwann mal drauf geguckt und habe nur gesagt, oh, endlich ist das Ding unten gut. Ne? Weil man hat das ja dann trotzdem irgendwie so im Kopf die ganze Zeit. Und aber das meine ich ja halt, ne? Das will ich uns hier nicht antun, dass wir jetzt hier irgendwie Stunden sitzen, auch wenn ich gerne Zeit mit dem Nelson verbringe, auch wenn der Nelson sie nicht gerne mit mir verbringt, aber und natürlich auch Zeit gerne mit euch. Sorry, Nelson. Ich muss ab und zu mal eine Ja, raushauen. na Und gut, hey, ich habe aufgeschrieben. okay. Ne, und das will ich uns einfach nicht antun. Das ist, glaube ich, irgendwie verständlich. So, jetzt gucken wir zumindest mal, wie der Kleine hier endet, also der M5. Ob der wenigstens mal hier irgendwie in Rot rumschippelt. Und weil dann in den letzten 5 Minuten werden wir dann halt den H1 auflösen, der auch hier, glaube ich, erkennt man ganz gut, versucht, das letzte hoch zu bestätigen, darüber zu schließen. Das heißt, auch darüber sollte ganz klar der Entry liegen für den Short. Idealerweise, ne? Damit wir zumindest die Chance haben, dahin nochmal zurückzulaufen, falls es halt eben nicht funktioniert. Ja, weil das macht der Markt ja dann auch in der Regel. Das heißt, ein Hoch auch hier, ne? Widerstand und Wirkungsumkehr gleichzeitig eigentlich jetzt. Weil er versucht es im H1 rauszunehmen. Ob das gelingt, steht auf dem anderen Blatt, sieht erstmal nicht so aus. Und trotzdem, wenn er es halt hinkriegen sollte, würde der Markt wahrscheinlich dann halt, nachdem er es hinbekommen hat, danach nochmal kurz dahin zurücksetzen. Deswegen ist es halt auch, glaube ich, ganz wichtig, den oben anzupacken. Ja, hier Kommentare. Wie war das? Moment, nee, ich lass erstmal den Markt hier machen, dann gucken wir uns Kommentare an. Ja, es ist hier Entertainment, auf jeden Fall. Aber diesmal nicht Das von geht schon meiner mal Seite. gut. Bei zu viel Börse Ja. läuft irgendwann die Frau weg, schreibt der Charles. Ja, und Alex schreibt, meine Frau ist auch schon weg, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ihr seid böse. Ich liebe euch. Das ist echt gut. So, also M5 drückt runter, M15 sagt noch gar nichts. Das heißt, das wird wahrscheinlich so eine letzte Sekunde Kiste. Die gucken wir uns aber noch an, egal ob ich sie jetzt hier zu greifen kriege oder nicht. Die würde ich schon noch gerne sehen, ehrlich gesagt.
Aber natürlich nicht nur sehen, sondern versuchen sie halt auch einzufangen. Aber so knapp wie irgend geht. Mal gucken. So, hier haben wir auch noch so, sehe ich gerade so ein paar Behelfslinien von gestern. Das waren Rücklaufziele, die ich im Scalping hatte. Okay, die werden jetzt zwar nicht mehr hier so eine Riesenrolle spielen, aber ich habe mich gerade gefragt, was sind denn das für Levels? Also bitte nicht verwirren lassen. So, aber auch hier muss ich mal ein bisschen genauer gerade drauf gucken. Mal gucken, ob mir da irgendwas auffällt, wo ich sage, da hat er was vergessen. Okay, wir werden hier gefüllt. Vorsicht. Sollen wir den riskieren? Limit Pullback Order gibt uns hier nämlich gerade Zeit zum Nachdenken. Okay, komm, ich riskiere den mal. So, hab mal gerade schön gesehen, ne, die LPO, dass die uns hier nett ein paar Punkte geschenkt hat. Aber es kann halt leider wirklich sein, ne, dass wir jetzt halt hier zum Ende der Stunde dann halt eben irgendwo da oben schließen. Und dann wäre das leider eine Nummer, die muss man dann halt eben entweder dicht machen, weil es dann zeitlich nicht passt, oder halt wirklich aushalten, ne. Und was heißt, müssen tut man gar nichts, ne, aber man muss sie aushalten, wenn man irgendwie davon überzeugt ist, der Markt reagiert hier oben an dem im Daily an der 856, die der Werner ja auch gerade genannt hat, und kippt dann halt runter. Also wenn das halt eben der Gedanke ist und man den Daily da im Blick hat, dann sage ich, da kann man an der Stelle wirklich schon einen schönen Resttag vom Computer wünschen. Wobei draußen das Wetter so schön ist, also zumindest hier im Kölner Raum. Und ob das dann eine gute Idee ist, I don't know, ne? Ich mache den jetzt mal, aber das wäre dann halt, also, was soll ich sagen? Das wäre dann genau der, wo ich vorhin meinte, will ich mir eigentlich nicht mehr antun, ja? Aber okay, ich habe es gesagt, gut, wir riskieren es jetzt mal. Die Chance besteht ja immer noch, dass wir halt zumindest dann trotzdem einen Rücksetzer kriegen, auch wenn er jetzt hier auf die letzten Meter da oben halt hindrückt und damit auch tatsächlich dem DAX genau folgen würde. Okay, gehört dazu, ne? Das wird dann ein Scalp der längeren Art. Und aber auch den würde ich halt hier so weit wie möglich oben dann natürlich ausbauen. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir haben noch nicht 15 Uhr. Da ist noch alles denkbar. Gut aber auf alle Fälle, dass ich hier unten nicht geschortet habe, ne, und da gesagt habe, hier, ne, guck, das ist irgendwie, das will sich halt nach oben verlängern, die ganze Kiste hier. Und da ist schon noch die Tendenz da. Ne? Also man könnte jetzt natürlich auch hier einfach auf Null raus. Aber ich komm, wir warten, ich halte das mal aus. So, ich halte Nvidia, es. Google, Tesla im Minus, Apple, Microsoft, ja, wirklich ganz, ganz leicht vorne. Okay. So mal den Überblick. Ja. So. Leute, ich mach's nicht. Sorry. Ich sichere den jetzt hier ab. Ich habe keine Lust auf einen langen Trade. Aber das wäre aber trotzdem halt auch relativ legitim, wenn jetzt immer noch nach unten kippt und das halt hier nur so ein letzter Fakeout war. Auch wenn ich den natürlich hier jetzt viel zu eng absichere. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Den allerdings So, könnte man hier unten. das wird jetzt der Runner. Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, wir gehen hier mit 0 oder plus 1 raus. Na, der ist zu knapp. Ja. Ja, das ist so dieses Gepokere auf die letzten Meter. Ne? Ein Punkt. Ist es mir nicht wert, weil wir haben jetzt irgendwie 15 Uhr und ich würde es halt auch generell gerne dicht machen. Und das heißt also, wenn ich also hier, wenn ich mir das hier angucke und der jetzt nicht nach unten wegkippt, ne? Weil ich habe ja gerade gesagt, wäre auch legitim, den hier unten zu verlängern. Ne? Weil wenn das halt hier so ein Fakeout halt eben gewesen ist und der da runterkommt, und dann fällt er halt auch deutlich tiefer. Ne? Okay, Richie sagt, da ich mehr Zeit habe als du, bin ich da jetzt shorten, halte aus. Ja, das meinte ich. Ne? Entscheidet das einfach für euch selbst. Setzt aber auch ganz klar den Exit. Ne? Also, wo zieht ihr die Reißleine? Wo sagt ihr, oh, Short ist doch nicht mehr geil? Ne? Also, klar, ich meine, ganz klassisch, wer hat einfach alles ab dem Vortageshoch. Ne? Alles, was darüber ist, wäre halt schon potenziell irgendwie nicht mehr gut. Ne? Guck mal, Tim meint hier, Servus. Mehr Mut, Dirk. Das hat mit Mut nichts zu tun. Ich habe es ja gerade erklärt. Ne? Mit Mut, ich glaube, daran fehlt es mir nicht. Also da habe ich ja schon genug Live-Tradings gemacht. Nein, es geht darum halt hier, dass ich halt, also für die, die vielleicht später zugeschaltet haben, jetzt gerade gesehen haben, wieso geht er mit einem Punkt raus? Ja, ne, weil der Markt, wenn er halt seitwärts läuft, aufgrund eben der Darstellung, die Volumen, die wir haben, aufgrund dessen, was der DAX davor gemacht hat und der Dow halt sehr oft das Gleiche macht, auch aufgrund der Tatsache,
dass wir hier ein Daily Limit halt haben und der Markt eben halt irre viel Zeit hat, das aufzulösen. Und gestern war es ja halt auch so, ne? Wirklich auf die letzten Meter hat es ja dann erst gemacht. Und da muss man sich einfach entscheiden, okay, will ich jetzt eine Position haben, mit der ich möglicherweise den ganzen Tag beschäftigt bin, oder will ich jetzt hier erstmal nur die erste halbe Stunde und gucke dann halt später nochmal halt irgendwie rein. Ne? Nein, nein, Tim, danke für den Zwinker-Smiley. Alles gut, ja. Aber ich will ja halt auch, dass man es versteht. Ne? Eben halt hier ich nicht so eine Position jetzt mitnehmen. Gut, okay, ich glaube, das war auch erstmal soweit okay, das jetzt hier so zu entscheiden, weil ob der jetzt halt sich hier oben noch ein paar Stunden festfrisst, weiß ich nicht, könnte aber halt echt sein. Ne? Wir werden wahrscheinlich schon, das habe ich ja gerade gesagt. Ne? Aber auch das ist jetzt eine Frage, dauert das jetzt irgendwie 5, 10 Minuten oder 45? Wir werden wahrscheinlich schon auf diesem Level nochmal aufsetzen. Ne? Also hier bei der 821, ne? Weil das halt eben auch hier gerade ein Level ist, was halt genommen wurde. Ja, aber guckt euch diese H1 mal an, das ist abartig. Ey. Was ist das für ein Ding hier? Ne? Unglaublich. Also der hat schon Bock, nach oben wegzulaufen. Also das Ding ist ja echt ein Monster gerade, wie ich finde. Ne? Also hätte ich so auch nicht erwartet. Ich habe ja eher gemeint, der kann schon noch irgendwie bis 15 Uhr nochmal ganz da runterlaufen. Ne? Aber das hat der Markt wohl irgendwie anders gesehen, beziehungsweise die anderen Teilnehmer. Und das sieht dann eigentlich tatsächlich eher danach aus, wie so, ne, wir klemmen uns da oben jetzt halt mal eine Zeit lang fest, und kommen dann halt später wieder, nach unten gucken, was da halt los war. Ne? Wenn er halt seitwärts läuft, wovon ich eigentlich ausgehe, weil der Daily nicht unbedingt uns irgendwas anderes erzählt. So, also was haben wir dann jetzt hier am Ende? Also einmal plus 1, plus 11 sind 12 Punkte, plus 32 sind 44 Punkte. Ja, okay. Glaube ich, ist ganz passabel. Ach, guck, den habe ich gar nicht gesehen. Das wäre so ein Grund gewesen, wo ich gesagt habe, ich muss da raus. Und zwar EMA 200, das ist mein Antifreund. Weil immer, wenn der Markt halt eben irgendwie da in die Nähe kommt, läuft der halt irgendwie merkwürdig. Meine Ansicht. Darf natürlich jeder sehen, wie er will. So, Nelson, mein Lieber, ich würde Ja, sagen. ich wollte gerade sagen, bitte nicht so bescheiden sein. Also super Ergebnis heute. Und nochmal der Hinweis hier auch aufgrund der Kommentare, bitte die Entscheidung selbst treffen, ob ihr nochmal einen Short geht oder nicht. Das ist wirklich ganz wichtig. So sieht's aus, Nelson. Das Ja, war aber kurz. Ich dachte hast du jetzt hier, sonst jetzt noch einen kommt Spruch eine für mich ganz hier? spannende Ableitung hier. Und nö, ich habe nichts mehr. Ja, ist auch gut. Hat jemand sonst noch irgendwas jetzt gerade noch zu sagen? Ah, eine Frage habe ich natürlich noch, auch natürlich an alle Teilnehmer. Sollen wir die Uhrzeit erstmal jetzt auch für die nächsten Veranstaltungen beibehalten? Was sagst du, Dirk? Passt das in deinem Ja. Terminkalender? Und was Ich sagen finde die das super. Ich Teilnehmer? finde das super. Weil dann bin ich ja auch schon eine Stunde wach. Dann ausgeschlafen. Nein, also ich finde es gut. Also vor allen Dingen, man hat ja halt irgendwie ganz, ganz selten, dass der DAO sich halt mal irgendwie nicht bewegt. Ne? Also, und der ist in der Regel auch recht, also ich will es jetzt auch nicht heraufbeschwören, ja, aber oft gut greifbar. Sagen wir es mal halt so. Okay, Ne? sehr Von gut. daher. Hier ist natürlich trotzdem ein Teilnehmer dabei, der lieber morgens in DAX handelt. Ist jetzt auch nicht ausgeschlossen für Ja. die Zukunft, aber wir machen dann jetzt erstmal nachmittags entsprechend zuerst Börsenelf. Ja, gut. Okay, Gut. so. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. Auch für die Kommentare. Lasst sehr gerne ein Like da, bitte, bei YouTube. Und wer es noch nicht gemacht hat, darf natürlich sehr gerne den Kanal abonnieren. Und wie immer sage ich auch, also was ihr hier gesehen habt, na, das ist vielleicht als Schlusswort auch ganz wichtig, ne? Wenn sich einer fragt, wie geht das? Volumen und CFD? Ja, das ist der Future dahinter. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte, die lässt sich bei FX Flat extrem gut darstellen, weil ich dort einfach ein Future-Konto im MT5 halt haben oder handeln kann. Sag mal. MT5 ein Future-Konto halt handeln kann und das halt gleichzeitig mit CFDs kombinieren. Und deswegen kriege ich dann auch solche Positionsgrößen zusammen. Das heißt, ich sehe halt das Volumen vom Future überm CFD, inklusive Orderbuch, inklusive allem. Wer darauf halt was gibt, also auf Volumen, ich würde fast behaupten, es ist ein Fehler, darauf nichts zu geben. Und der findet mit Sicherheit bei FX Flat dann auch einen sehr, sehr, sehr adäquaten Partner.
Und wer ein Konto dort eröffnen möchte oder sich das mal angucken möchte, das gibt es immer im Video unten in der Beschreibung verlinkt und wo es dann halt eben zu FX Flat geht. Nils, Ja, sehr ne? schön. Vergesst nicht, die Daumen hoch und Likes zu hinterlassen. Ich bekomme auch nichts dafür, dass ich das sage. Muss ich nochmal mit Dirk darüber sprechen, warum eigentlich nicht. Aber ganz Kommst du viele nicht Likes fragen? hinterlassen. Und für nächstes Mal wird der Dirk sich eine neue Aktion ausdenken, warum wir dann einen neuen Like-Rekord aufstellen. Solange du dabei bist, machen wir das so. Gut, das war doch ein schönes Gut. Schlichtwort. Ich habe einen Sprachfehler heute, glaube ich, dann eh Zeit, dass wir hier irgendwie jetzt aufhören. Aber Nelson, du hast ja gern das Wort. Ich wink schon mal. Ciao, ciao in die YouTube-Gruppe und auch natürlich zu GoToWebinar. Aber der Nelson hat ja gern das letzte Wort. Mit Gut, Kamera. dann ja, dann winke ich mal kurz zurück, wünsche natürlich viel Erfolg, viel Spaß und pass auf eure Positionen auf wie immer. Wie gesagt, morgen FED Zinsentscheid und um 19 Uhr bei morgen und nicht wie gehabt 20 Uhr und entsprechend Pressekonferenz 19:30 Uhr. Da entsprechend vorsichtig sein und ja, bis zum nächsten Mal. Schöne Woche noch. Ciao, ciao. Tschüss.